Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. So, ich habe versehentlich das Gespräch mit der Pokémon Center Dame ausgelöst. Ja, wir sind beim letzten Mal hier angekommen und ich glaube, ich wollte unten nochmal die Trainer besiegen. Weil wir ja noch ein wenig im Training sind und ich habe gesagt, ich möchte Gag Arbor noch ein bisschen trainieren. So. Wollte die auch kämpfen? Wenn du Bären siehst in weicher Erde, sei so frei und nimm sie dir. So wie du aussiehst, musst du ein Trainer sein, richtig? Trainers geben oft Pokémon Bären zu tragen. Es liegt an dir, wann immer du sie ihnen geben oder zum Halten geben möchtest. Ja. Und jetzt ihr. Wir werden nicht kämpfen, solange wir nicht zusammen sind. Also wir werden nicht kämpfen, solange wir nicht zusammen kämpfen. Ja, wir können doch zusammen kämpfen. Sollte ich oder sollte ich nicht? Okay, sicher, ich werde kämpfen. So, das ist ja auch ein Pflanzenwasser-Pokémon. Kennen wir ja, haben wir ja auch eins. Dementsprechend hat es ja zwar die Resistenz gegen Pflanze, aber auch die Schwäche gegen Pflanze. Also ist es ein normaler Angriff. Damit kommen wir weiter. So, und da ist es jetzt erstmal erledigt. Und das nächste Pflanzen-Pokémon, ein Knilz. Kleines, garstiges Knilz. Das kriegen wir auch wahrscheinlich nicht kaputt mit Gag, aber... Ist ja, glaube ich, auch Pflanze-Gift, ne? Weil es ist nur Pflanze? Nee, Gift kann ja eigentlich nicht sein. Es wird ja nach der Entwicklung zu Kanon. Also müsste es ja eigentlich nur Pflanze sein. Gut, und wir haben tatsächlich den Kampf gewonnen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran geglaubt. So, jetzt aber schnell ab zum Pokémon Center. Und dann sehen wir uns die Stadt mal an. So. So, dann Pokémon Trainerschule. Wir werden dir alles über Pokémon beibringen. Ist hier jemand, den ich brauche? Oder der irgendwie lustig aussieht? Nee. Von denen will ich nichts. Wir sind ja erfahren. Sind ein erfahrener Pokémon Trainer. Devon Corporation. Das ist, glaube ich, unser nächstes Ziel. Also machen wir hier einfach mal weiter. Hier war nix. So, Chef von Devon, Mr. Stone. Hallo, Mr. Stone. Yes, I am the director. Achso, ja, ich bin der Direktor dieses Platzes. Und ich bin auch reich. Wow. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Was für ein umfangreiches Gespräch. Dann gehen wir lieber mal wieder. Dann gehen wir in die Arena, komm. Wir sind viel zu schwach dafür, aber machen wir. So, und mit dir fangen wir an, Taylor. Hallo. Ich bin Rachels erster Freund. Genießt du die Herausforderung bisher? Du, dein vorhergehendes Item ist dein Pokéball, richtig? Nun gib es mir und nimm das nächste Item. Du hast Taylor den Pokéball gegeben. Super, hier ist dein nächstes Item. Du hast einen Trank bekommen. Viel Glück dabei, Rachels andere Freunde zu finden. Okay. Cool. Ja, läuft, ne? Wir finden immer mehr Leute. Du bist nicht bereit, Roxanne zu begegnen. Sie wird dich einstampfen. Das willst du mir mit deinem Onix erzählen? Onix hat auch keine Chance gegen uns. Ja, ich bin auch noch nicht zum Training gekommen.
werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht. Megasauger ist aber ein bisschen stärker, ne? 14! Ja moin! 5 Level-Ups! Es scheint so, als wärst du ziemlich gut. Ja moin! Haben wir einfach mal 5 Level-Ups durch einen Arena-Kampf. So. Hier bist du. Oder du bist hier. Ich bin Rocco. Ich bin Mamoria Citys Arena-Leiter. Meine steinharte Willenskraft ist auch in jedem meiner Pokémon. Oder treibt meine Pokémon an. Meine Pokémon sind steinhart und ja, den steinhart darauf bedacht, ihr Ziel zu erreichen. Das ist richtig, meine Pokémon sind alle Steintypen. Ah, du denkst. Was you're going to challenge? Achso, du forderst mich trotzdem heraus, auch wenn du weißt, was du besiegst. Dass ich dich besiege. Ja, das kennen wir. Und dann am Ende, just kidding. Also, mach nur Spaß, bin nur ein Cosplayer. Ja, das war der original Rocco-Text übrigens. Den haben wir schon mal gehört, deswegen habe ich den jetzt mal etwas abgekürzt. Der mich ist sturdy. So, wir sind wieder 2 Level für dieses eine Pokémon. Oh, aber jetzt sind wir drauf gegangen. Das ist schade. Oh, und Megasauger tötet es sofort und das lernt Nebel. Nee, machen wir nicht. Also Mist. Dürfte Weißnebel sein. Ah. Meine Fels-Pokémon sind besiegt worden. Gestein-Pokémon. Okay, die Arena ist wohl ziemlich tough. Und ich sehe gerade, ich muss mal ganz kurz raustappen. Bin gleich wieder da. Hört ihr diese Musik auch? Ich dachte erst, bei mir klingelt's. Wegen dieser Musik. Also tut mir leid wegen dem Schnitt, aber es sind wichtige Sachen, um die ich mich gerade noch nebenbei kümmern muss. Ja. Neues Jahr. Neue Probleme. Warum renne ich jetzt nach unten? Weil ich überlege, ob ich mich wirklich schon der Arena-Leitung stellen möchte. Wir werden ja wahrscheinlich ziemlich auf die Schnauze kriegen, ne? Allerdings haben wir Wasser und Pflanze dabei, also... Ne? So einfach machen wir das unserem Arena-Leiter nicht. Unserer Arena-Leiterin, glaube ich, war es ja. Hat ja gesagt, Roxanne. Nun gut, probieren wir es einfach. Wie du vielleicht gehört hast, bin ich der Steintyp-Arena-Leiter Roxanne. Achso, mehr sagst du gar nicht. Und die kommt mir hier mit der Rocco-Strategie. So, komm, Surfer. Den Surfer zum Gruße, aber es hat leider nicht gereicht. Aber da können wir uns ja jetzt hier mit so einem schnellen Pokémon schon mal ein bisschen Puffer holen. Weil es ja nur mit einem HP überlebt hat. Ach stimmt, die hatte hier ihr Nassnet. Ja, moin, wieder 5 Level auf einmal. So, Attacke senken, weil das Vieh ist sonst einfach zu stark. Aber wir haben ja hier erneut die Möglichkeit, es zu besiegen. Mit dem Megasauger. Gärtner nützt nichts, wir machen einen Spezialangriff. Steinwurf zieht was ab, aber nicht genug. Damit ist es erledigt. Und du willst Pursuit lernen? Ja, da mach ich mal einen Grund raus. Das will sich bereits entwickeln. Ja, komm, mach mal. Als Zeichen meines Sieges gebe ich dir das hier. Der Steinorden macht dich kräftiger. Ja, also... Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ihr wollt wieder sagen, Wolf, du entwickelst deine Pokémon zu früh. Das braucht dann viel mehr EXP, bis die in Level abkommen. Und wie willst du eigentlich die Pokémon-Liga besiegen? Du bist so eine Null. Geh doch einfach hin, leg dich irgendwo ins Gras und stirb. Könnte ich machen, kann ich aber auch lassen. Nein, so gemein seid ihr nicht, aber...
für alle, die euch fragt, warum ich die schon so früh entwickle, ich brauche einfach die Stärke, weil ich nicht so die Zeit dafür habe. Ach so, stimmt. Wir dürfen ja hier noch nicht fischen. Angeln verboten. Warum auch immer. Ja, war hier hinten, hier war doch noch Gras, ne? Wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein starkes Pokémon bekommen kann. Ich weiß, jetzt nach dem Arena-Kampf ist es ein bisschen spät, aber... Sagte ich stark? Ich meinte, so schwach es geht. Nee, natürlich nicht. Ich wollte ein starkes Pokémon. Gibt's hier nur sowas Schwaches? Dann trainieren wir hier die kleinen. Ja, hier gibt's nur kleine Viecher. Ich find's aber interessant, dass wir hier gleich 5 Level hinterhergeschmissen bekommen, einfach bloß weil wir sie besiegen. Ich meine, wenn ihr mal guckt, vor der Arena hatte unser Pokémon Level 9, jetzt ist Level 18. Und hier gibt's echt nur Zigzags. Ich will keinen Zigzags. Dann bleibe ich lieber bei 5 Pokémon, die ich bis jetzt nur in Höhen gefangen habe, nach der ersten Arena. Und wir trainieren so auch viel zu langsam. Und das ist vor allen Dingen ein Pokémon, das ich noch loswerden will. Ne? Ich will ja Papinella gar nicht im Team. Ich will irgendwas anderes, zum Beispiel ein anständiges Wasser-Pokémon, Milotic oder sowas. Und was kriegen wir? Ein Schaloko. Na gut, ein Wasser-Pokémon haben wir ja schon. Was fehlt uns eigentlich dann? Ja, wir haben Wasser und Pflanze. Was fehlt uns wohl? Vielleicht ein anständiges Feuer-Pokémon. Ein Drache wäre ganz cool. Ja, ihr wisst ja, ich mag Drachen. Und im Notfall rüste ich mich mit Feen zum Kampf. Ja, der Mann vor der Arena sieht besorgt aus. Wir sollten fragen, ob wir helfen können. Hey, ich habe gesehen, du hast die Arenaleiterin Roxanne, also du hast Roxanne besiegt. So möchte ich dich nach Hilfe fragen. Irgendein Freak ist an mir vorbeigerannt und hat die Güter von Devon geklaut. Ich müsste sie zur Devon Corporation bringen, so schnell wie möglich. Ja, ASAP, as soon as possible. Er ist zur Route im Osten gegangen. Den holen wir uns, den Rucksack. So, was willst du denn? Bin ich süß? Nein, lass uns kämpfen. Ja, ich hab mal wieder nicht gelesen. Ich bin wieder zu ungeduldig. Ich bin gerade ungeduldig, ich gebe es zu. Mit dem Pokémon kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr. Das muss ich mal irgendwie offscreen trainieren, wenn ich mal die Zeit dafür hätte. Habe ich aber nicht. Das ist ja eine Steinattacke, verdammt. Zum Glück ist das Vieh nicht so stark, ne? So, das war's mit unserem Pokémon. Aber jetzt kann Schaloko wieder. Ja, da war's mir das mit Schaloko. Ich hab gedacht, das hätte Ruckzucki drauf. Aber es überlebt den Angriff und haut zurück. Ich habe meinen besten Freund gefunden. Das freut mich. So, nochmal ins Pokémon Center. Dann gehen wir auf die Route und dann beenden wir den Part. Ja, ist hier jetzt auch lang genug, ne? Bin mal gespannt, ob wir wirklich hier alle Freunde finden und denen die Items für diese Schnitzeljagd da geben. Wahrscheinlich ist das letzte ein Meisterball. Ich würde es denen zutrauen, dass sie sagen, hier Meisterball, kannst du ihn haben, aber gib ihn doch bitte ab. Die haben uns ja eh schon gefoppt da mit dem einen Meisterball, den sie so hingelegt haben, dass wir ihn nicht finden konnten. Also dass wir ihn finden konnten, aber nicht nehmen, und den machen wir noch. Hallo, ich bin ein Käfersammler. Triff mein Team. Ein Wampel Level 8. Gibt es etwas Armseligeres? Ich glaube nein. Wir sind vergiftet. Wirklich. Ich glaube, ich habe gerade das armseligere Pokémon gefunden.
Shaloko, du bist eine Schande. Für alles, was atmet. Warum ist das Vieh denn jetzt auf einmal schneller als wir? Das war doch die ganze Zeit nicht schneller. Ja, jetzt auf jeden Fall schneller. Kriegt zumindest die Erfahrungspunkte noch angerechnet? Nee. Gibt es nicht. So, komm. Machen wir es fertig und freuen uns. Naturkräfte. Naturkräfte heilt, ne? Und nicht mal das reicht. Komm, absorbier es tot. Kann eh nichts. Oh, nimm Kader, das ist schon. Das ist schon eine Nummer besser. Also, nicht stark, aber besser. Du hast ein paar Nüsse. Sagen wir es einfach so. Nee, ich habe schon Vogel-Pokémon, sorry Taubsi. Ja, ich bin da konsequent. Wir haben schon einen Vogel, da brauchen wir nicht noch einen. Bin auch mal gespannt, jetzt soll ja demnächst nächste Region kommen. Aber gut, Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht mit Pokémon Revolution Online. Bis dann, euer Wolf.